Das Basisclearing ist ein Diagnose- und Beratungstool. Es kann verwendet werden, um einen ganzheitlichen Überblick über die Lebenssituation zu erhalten, um herauszufinden, ob ein Beratungsbedarf besteht, oder zur Selbstreflexion für Jugendliche, um mehr über ihre eigenen Bedürfnisse zu erfahren. Im Folgenden sehen Sie eine Beratungssitzung mit Herrn Schober und Frau Bucher. Herr Schober ist ein Pädagoge, er unterrichtet Rob, den Sohn von Frau Bucher. So, guten Tag, Frau Bucher. Schön, dass wir uns wieder sehen. Guten Tag, Herr Schober. Es geht wieder um Ihren Sohn Rob. Er war die letzten 2 Monate wenig in der Schule. Das heißt, wir als Schule und ich denke mal, Sie als Elternteil machen uns Sorgen und überlegen heute gemeinsam, wie wir da einen positiven Beitrag für Ihren Sohn leisten können. Das ist gut. Eine gute Idee. Und dafür wäre die Bitte, dass Sie mir die aktuelle Situation jetzt zu Hause kurz beschreiben und ob Sie irgendwie eine Idee hätten, wie Sie hier Ihren Sohn gut unterstützen könnten. Ich würde gerne wieder mit Rob zu Gespräche führen und zu verstehen, was los ist und wie ich ihm helfen kann. Ja, das wäre mein Wunsch. Und vor allem möchte ich eine gute Gesprächspartnerin für meinen Sohn sein. Ja, also ich denke mal, das wäre eine gute Möglichkeit, wenn wir heute daran arbeiten, wie Ihr Beitrag dazu sein kann oder wie Sie sich gut vorbereiten können, dass Sie mit Ihrem Sohn gute Gespräche führen. Okay, dann darf ich Ihnen unsere Methode vorstellen. Sie wissen ja, wir arbeiten mit Symbolen und dafür haben wir so ein Basic Clearing vorbereitet. Das ist hier eine Arbeitsfläche. Sie sehen hier, auf dieser Arbeitsfläche haben wir einen Kreis in der Mitte, der soll hier für Ihr Ziel stehen. Und dann haben wir noch verschiedene Themengebiete, die so rund um Schule und Jugend einfach eine wichtige Rolle spielen. Und der erste Schritt einmal wäre die Bitte, dass Sie sich für Ihr Ziel, das wir jetzt so formuliert haben, ein Symbol suchen. Hier haben wir unseren Symbolkoffer. Da sind ungefähr 200 Symbole. Schauen Sie mal rein, wenn Sie öffnen wollen. Meine Bitte wäre jetzt, dass Sie sich für Ihr Ziel ein Symbol aussuchen. So, ich finde den Turm. Gut, also jetzt haben wir mal ein klares Bild für Ihr Ziel, da wo Sie hinwollen. Und jetzt haben wir hier noch 6 verschiedene so Themengebiete, die in der aktuellen Situation eine Rolle spielen. Hier haben wir ein Feld, da steht dazu Ausbildung. Da wäre die Bitte, dass Sie Symbole suchen, das, was Sie jetzt über Ihren Sohn in der Ausbildung wissen, vielleicht auch, wie es ihm jetzt auf der einen Seite in den einzelnen Fächer vielleicht geht oder ob er sonst Erfahrungen in der Schule gemacht hat, über die er spricht. Alles, was aus Ihrer Sicht hier relevant ist, bitte Symbole dafür suchen, soweit Sie es wissen. Hier haben wir ein Feld Unterstützung, so die Frage aus Ihrer Sicht heraus, wer unterstützt Rob, wo hat er Unterstützung, das können vielleicht Freunde sein, das könnte auch Familie sein oder vielleicht hat er auch sonst noch professionelle Unterstützung, Sozialarbeiterinnen und Psychologinnen, die hier helfen. Dann haben wir hier ein Feld für die Gesundheit, so gibt es irgendwo ein Thema, das gesundheitlich, das heißt, da geht es sowohl um die physische als auch um die psychische Gesundheit, um Seelenwohl, ist da irgendetwas, was bei Ihrem Sohn aktuell jetzt relevant ist, was Sie wissen. Dann haben wir hier ein Feld für die Hobbys, das heißt, mit was beschäftigt Sie Ihr Sohn gerne, wenn er nicht gerade in der Schule ist, was macht ihm Spaß, was macht er in der Freizeit gerne. Und dann haben wir noch ein Feld, da steht Wohnen dazu, so ein bisschen zur Wohnsituation, fühlt er sich wohl, hat er Alleinerzimmer, gibt es irgendwas, was vielleicht bei Ihnen ein Thema ist in Bezug aufs Wohnen. Und dann haben wir noch ein Feld, und das ist vielleicht das Wichtigste, da steht, was noch? Da bitte suchen Sie Symbole für alle diese Dinge, die Sie jetzt nicht genau zuordnen können, was aber für Sie einfach noch eine wichtige Rolle spielt in Bezug auf Ihren Sohn. Okay?
Ja. Dann wäre meine Bitte, ich lasse jetzt circa 8 Minuten alleine, dass Sie Symbole suchen, die hier relevant sind, und wenn Sie mich brauchen, rufen Sie mich einfach. So, Frau Bucher, jetzt bin ich wieder zurück. Ich sehe, Sie haben sich schon für Symbole entschieden. Der nächste Schritt wäre jetzt noch, ich habe hier auch verschiedene Hölzchen, weil mir ist es wichtig, jetzt noch von Ihnen eine Einschätzung zu erhalten. Zu jedem Bereich, wo Sie hier Symbole gewählt haben, wie, in welcher Form denken Sie, dass hier ein Handlungsfeld ist, wo sie etwas verändern soll, oder ob bestimmte Lebensbereiche hier aus ihrer Sicht schon sehr gut und stabil funktionieren. Und meine Bitte ist jetzt, Sie sehen, ich habe hier 3 verschiedene Hölzchen. Die eine sind braun, die stehen für etwas, wo Sie glauben, dass hier ein sicherer Grund ist, ein fester Boden. Wenn Sie sagen, im Bereich Unterstützung funktioniert es sehr, sehr gut, dann würde ich Sie bitten, dass Sie hier dieses Hölzchen wählen. Das Weiße, das steht für ein festes Eis. Das heißt, auf der einen Seite ist es hier, kann schon ein bisschen rutschig sein, aber es ist noch tragfähig. Wenn Sie denken, im Bereich der Gesundheit wäre hier so eine Situation, dann würde ich Sie bitten, das Hölzchen zu verwenden. Und das Dritte, das wir haben, das heißt dünnes Eis. Wissen Sie ja, wenn man da drüber geht, was passiert dann oder was kann passieren? Brecht. Das ist Brecht. Das heißt, da, wo Sie glauben, ist eine sehr schwierige Situation, bitte ich Sie, diese Hölzchen zu halten. Okay. Gut, ich darf es Ihnen geben und bitte Sie jetzt, das für sich zu beantworten. Und der nächste Schritt wäre, dass Sie mir bitte jetzt nochmal Ihr Ziel wiederholen, was Sie sich vornehmen, und dass Sie mir dann beschreiben, welche Symbole Sie gewählt haben und auch welche Einschätzungen Sie zu dem Bereich haben. Gut, mein Ziel ist, eine gute Gesprächspartnerin für meinen Sohn zu sein und für seine Hobbys habe ich ausgesucht einen Ball, weil er Fußball trainiert und er fühlt sich wohl dabei und er geht sehr gerne alleine schwimmen. Wir haben einen See in der Nähe. Für die und das Hölzchen, weil ich glaube, dass das sehr gut ist und er sich sehr wohl fühlt. Die Glocke ist, weil er mag einfach jetzt nicht mehr in die Schule gehen. Und der verweigert einfach alles, was mit der Schule zu tun hat. Vor allem die Mathe. Mit der Mathe, den Stein habe ich für die Mathe ausgesucht und der tut sich überhaupt nicht. Und das Glas symbolisiert Sprache, weil er sehr talentiert und das mit Sprachen lernen, das geht ihm sehr gut damit. Gut, und das ist ein dünnes, also es ist ein Eis, das sehr leicht brechen kann. Im Bereich Unterstützung habe ich ausgesucht eine Kerze, die symbolisiert seine Tante, meine Schwester. Er hat ein sehr gutes Verhältnis mit ihr. Und das Auto symbolisiert seinen Fußballtrainer, der erzählt oft über ihn und ist sehr begeistert, wie er mit den Burschen halt umgeht. Und ich habe aber trotzdem das weiße Hölzchen ausgesucht, weil das ist sehr abhängig von die zwei. Also wenn meine Schwester überlastet ist, dann hat sie keine Zeit für ihn. Und ja, zu Thema Wohnen. Wir haben nicht sehr viel Geld, deshalb habe ich den Schein ausgesucht. Die Wohnung ist leider sehr klein und er hat einen kleinen Bereich im Wohnzimmer, wo er seine Hausaufgaben erledigen kann. Ja, das ist ziemlich dunkel und eng, aber zurzeit ist das leider so und deshalb habe ich ein Glashölzchen ausgesucht. Und zum Thema was noch, da habe ich eine Feder.
Das bin ich irgendwie. Ich schwebe in der ganzen Situation und wünsche mir irgendwie Leichtigkeit und gelingt mir nicht, mich so wirklich zu verhalten, so wie ich mir wünsche, weil immer wieder kommen Situationen, wo ich auszucke und wo ich sage Sachen, die ich eigentlich nicht meine. Sachfragen, das heißt, kann ich mich an alle Symbole gut erinnern, was Sie beschrieben haben? Und dabei meine Bitte, wenn Sie mir zum Auto nochmal sagen könnten, das ist sein Trainer, sein Fußballtrainer. Gut, danke. Dann weiß ich jetzt alle Symbole mit dem Bedeutungsinhalt. Dass ich Ihnen meine Beobachtungen schildere, was ich gesehen habe, damit Sie auch ein bisschen eine Rückmeldung erhalten zur Körpersprache. Ich habe gesehen, wie Sie begonnen haben, das Ziel zu beschreiben, sind Sie hier in einem sehr stabilen Sitz gesessen. Sie hatten die Hände hier übereinander gelegt. Also meine Beobachtung war, hier, wo Sie Länge in der Hand gehabt haben, war hier dieser Dixo-Streifen und den Stein. Hier habe ich wahrgenommen, dass Sie den nochmal genauer beobachtet haben. Ich habe gehört, hier wo Sie dieses Symbol der Seife beschrieben haben, Sie hier ein paar Sprechpausen gemacht haben und dass Sie hier auch so die Stimme etwas verändert hat. Also hier war die Stimme dann ein bisschen leiser. So kleine Pausen hat es für mich wieder gegeben, wo Sie über diese Feder hier gesprochen haben. Von der Mimik her habe ich so eine Veränderung wahrgenommen, wo Sie hier den Geldschein in die Hand genommen haben, hat sich so Ihr Gesichtsausdruck verändert. Der Basis jetzt würde ich mir gern so meine Gedanken dazu mitgeben. Und jetzt ist es so, dass ich nicht mehr mit Ihnen spreche, sondern über Sie. Sie können sich vorstellen, wenn Sie einer besten Freundin erzählen die Situation, dann trennen Sie sich und sie bespricht es dann mit Ihren Freundinnen weiter. Hier haben Sie das Glück, Sie können zuhören, aber Sie dürfen auch dann nicht jetzt mitsprechen. Also die Bitte ist einfach so, dass Sie meinen Gedanken ein bisschen zuhören. Und danach werde ich Sie natürlich fragen, was davon für Sie hilfreich und interessant war. Okay? Genau. Also, ich habe mir jetzt Gedanken gemacht, von dem, was ich gehört habe, über die Frau Bucher. Ich habe jetzt so gehört, im Bereich der Unterstützung, da gibt es der Tante und den Trainer, die da sind. Ich habe mir gedacht, gibt es vielleicht auch Freunde, die ihn unterstützen, da habe ich jetzt weniger gehört. Die Frage ist ja, inwieweit erlebt sie Frau Bucher das selber als hilfreich? Im Bereich dieser Leichtigkeit hat sie die Feder gewählt. Auf der anderen Seite hat sie auch erzählt, dass es Konflikte gibt. Mir ist noch nicht ganz klar, so woran könnten sie diese Konflikte entzünden? Also wo gibt es da jetzt aktuell die größten Reibungspunkte? Weil sie sagte, dass sie gerne eine gute Gesprächspartnerin wäre. Das heißt, da ist mir noch nicht klar, wo ist das Problem, woran lässt sie das festmachen, dass das nicht funktioniert. Wohnen, ist mir aufgefallen, die Situation, wenn er im Wohnzimmer die Hausübung macht, also inwieweit ist es möglich, dass er als junger Mensch auch seinen Rückzugsraum erhält, sage ich mal Platz und Raum, sich zu verwirklichen. Nicht ganz klar ist mir so diese Rolle dieser Freunde. Ich weiß ja als sein Lehrer, dass er in der Schule sehr unglücklich ist und ich weiß aber nicht genau, inwieweit ihm das Leben schwer macht. Hat er da etwas erzählt? Gibt es da etwas, über das er sich ausgetauscht hat? Und ich sehe, dass sie sowohl bei der Schule als auch beim Wohnen und beim Was sonst hier das dünne Eis gegeben hat, also aus der Sicht der Mutter gibt es schon einige Bereiche, wo gewisser Veränderungsbedarf
einfacher da ist. Okay, das waren jetzt so meine Gedanken dazu. Und meine Frage wäre jetzt, von dem, was ich gesagt habe, was davon war neu, was haben Sie schon gewusst und was haben Sie jetzt gern gehört und was haben Sie weniger gern gehört? Neu war, dass das, diese was noch, dass ich diese Leichtigkeit so mir gewünscht habe und dass sich irgendwie widerspricht mit meinem Ziel. Neu, und das habe ich überhaupt nicht gerne auch gehört, war, dass ich mich nicht ausgesucht habe für Unterstützung, weil für mich das selbstverständlich ist, dass eine Mutter ihr Kind unterstützt. Da war ich sehr überrascht. Ja, ungern habe ich auch gehört, dass es für Rob auch ein Problem ist, dass er gar keine Möglichkeit hat, sich so zurückzuziehen. Ja, das war's. Und das ist auch mit den Freunden, es ist, stimmt, das ist einfach klar, unklar, was jetzt los ist. Er hat so zwei, mit denen früher sich sehr gut verstanden hat, und jetzt kommen die nicht mehr, jetzt unternehmen sie nicht mehr miteinander, und ich weiß nicht, was los ist. Mhm. Genau, das ist eben mein Problem, ich weiß nicht, was los ist mit ihm, und er will mit mir nicht sprechen darüber. Das heißt, Ihr Ziel ist ja, gute Gesprächspartnerin zu sein. Genau. Und derzeit klappt es nicht. Nein. Und wenn Sie jetzt das Bild so anschauen oder so, gibt es da schon irgendwelche Ideen, die Ihnen gekommen sind, wo Sie das Gefühl haben, vielleicht gibt es hier Möglichkeiten, wo ich etwas tun könnte, etwas verändern könnte? Ja, wenn ich jetzt das so betrachte, dann sehe ich diese Fehler eher falsch am Platz. Ich glaube, dass ja, ich wünsche mir schon Leichtigkeit, aber irgendwie bin ich als Mutter, als Person, als ein Wesen halt da überhaupt nicht anwesend irgendwie. Und ich glaube, dass ich auch für mich einen Platz brauche. Ja. Wollen Sie sich dafür, so wie Sie es sagen, für sich den Platz, wollen Sie sich dafür sicher mal auch noch ein Symbol suchen? Ja, ich nehme das Mädchen. Ja? Und die nächste Frage wäre jetzt so, wo glauben Sie, hat das Mädchen gut Platz, um so, dass Sie hier für Ihren Sohn ein guter Gesprächspartner sind, oder dass dieses Mädchen, das Sie jetzt gewählt haben, Ihren Sohn gut unterstützt? Ja, dadurch wir jetzt unsere Wohnsituation nicht sofort verbessern können, werde ich, dass es schöner wird miteinander und wohnen. Haben Sie da eine konkrete Idee? Ich könnte schon mit den kleinen Veränderungen in der Wohnung halt ihm ermöglichen, dass er einen Platz hat, wo er sich zurückziehen kann und ja, ausmalen für weniger Geld. Sie haben jetzt so Ideen, was Sie machen könnten. Ist es dann so, dass es für Sie schöner ist oder so, dass es dann für Ihren Sohn besser ist? Was glauben Sie? Es wird für uns alle zwei schöner. Ja. Wissen Sie, was Ihr Sohn sich wünscht im Bereich Wohnen? Ja, eigenes Zimmer. Das heißt, er hat schon öfters mit Ihnen darüber gesprochen? Genau. Und der Wunsch Ihres Sohnes wäre da, eigenes Zimmer zu haben? Und was kann jetzt dieses kleine Mädchen, das da ist, dazu beitragen, um hier einen Schritt in diese Richtung zu gehen? Haben Sie da eine Idee? Ich kann mir überlegen, wo wir noch, dass wir die Wohnung umtauschen, also eine andere Wohnung suchen, und wie ich das finanziell, ja, ich brauche einfach eine Beratung. Also das wäre, denke ich, eine neue Wohnung ist einmal ein großer Schritt oder ein großes Ziel, aber gibt es etwas, was man vielleicht gleich oder kurzfristig oder kleinere Idee dazu? Das mit Ausmalen und eben so einen Bereich einfach abtrennen. Genau. Also oftmals kann es ja auch eine Idee sein, wenn man jetzt nicht einen eigenen Raum hat, aber dass man zumindest eine gewisse Zeit dann versucht, einen Raum zu geben. Gibt es da aus Ihrer Sicht irgendeine Möglichkeit, wo Sie sagen,
eine Stunde am Nachmittag. Ja, jetzt ist mir gerade eine Idee gekommen, dass ich eventuell spazieren gehen könnte und nicht ständig da sein soll und immer versuchen, für ihn immer da zu sein, sondern diese Zeit auch für mich nutzen, spazieren gehen und für meine Gesundheit und für mein Wohlgefühl etwas zu machen. Und in dieser Zeit könnte er alleine zu Hause sein. Genau, also das wäre so meine Idee. Mein Vorschlag ist auch, dass Sie, wenn das so Ihre Idee ist, dann versuchen mit Ihrem Sohn dazu in Austausch zu kommen, ob das auch für ihn ein schönes Angebot ist. Weil das ist jetzt immer so aus Ihrer Idee, aber wichtig ist ja immer auch zu überprüfen, ist das auch etwas, was Ihr Sohn will. Das wäre eine konkrete Idee, die man so machen könnte. Vielleicht gibt es irgendwo etwas, wo Sie sagen, hier könnte ich was dazu beitragen, wo sich unsere Gesprächssituation verbessern könnte. Also wo könnte das kleine Mädchen hier, was diese gewählt haben, noch positiven Beitrag geben? Im Bereich Ausbildung, es gibt schon die Schulpsychologen, Psychologinnen, könnte versuchen, einen Termin für Rob auszumachen. Weiß ich nicht, ob es eine gute Idee ist, ob er wirklich hingeht. Wir können es überprüfen, ob das eine gute Idee ist. Indem ich es mache. Und wenn Ihr Sohn dann sagt, das will er nicht? Ja, dann muss ich das akzeptieren. Ja, aber vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit, bevor Sie den Termin vereinbaren. Was könnten Sie da noch vorher machen? Mit Rob darüber zu sprechen. Vielleicht auch Ihren Sohn fragen. Mhm. Ja. Genau. Weil es ist ja etwas anders, ob Sie glauben, dass es hilfreich ist oder ob Ihr Sohn das Gefühl hat, dass ihm das helfen könnte. Genau. Vielleicht wäre es eine Idee, so wie Sie es gesagt haben, auch vorab zu fragen. Lieber Rob, wäre das für dich unterstützend, das zu machen? Oder Sie versuchen es vielleicht auch offen zu formulieren. Gibt es irgendwo etwas, wo ich dich unterstützen kann? Ja, ich glaube, es ist eher so, dass ich dann sein Nein akzeptieren muss. Das ist auch bei mir ein bisschen ein Problem. Ja, das Nein, das heißt, Sie kennen so Situationen, wo Sie Ideen im Kopf haben und sagen, das machen wir, das machen wir. Und er sagt Nein. Genau. Ja, und da wäre Ihre Idee dazu, dass es besser funktioniert, dass Sie? Dass ich sein Nein akzeptiere. Genau, wollen Sie sich dafür ein Symbol suchen? Ja, ein Deckel. Deckel, ja. Und wo muss der Deckel hin? Da, bei Unterstützung eigentlich. Es wäre für ihn eine große Unterstützung, wenn ich seine Wünsche akzeptiere und seine Entscheidungen auch. Ja, können Sie das? Manchmal denke ich mir, besser zu wissen, was für ihn gut ist. Ja? Aber ja. Ja, also ich glaube, es geht ja nicht. Es gibt ja nicht immer schwarz und weiß und man kann ja nicht immer alles akzeptieren, wünschen, aber ich glaube, oftmals ist es wichtig auch zu erklären, was fällt einem leicht zu akzeptieren, was fällt einem schwer zu akzeptieren und dass es oftmals für ein Gespräch gut ist, über seine eigene Position auch zu erklären, sich zu erklären, auch zu sagen, was einem leicht oder schwer fällt und dass man dann besser ins Gespräch auch kommt. Ne? Also der Deckel steht jetzt für was genau? Für Akzeptanz. Rob, seine Wünsche und Entscheidungen möchte ich akzeptieren. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein großer Schritt ist. Ja. Jetzt haben wir zwei konkrete Ideen uns schon überlegt. Gibt es etwas, wo Sie sagen, das fällt mir jetzt noch auf die Schnelle ein? Dass ich mehr Zeit und Raum für mich, also dass ich irgendwie stabiler sein muss. Psychisch schon, physisch schon. Ja. Wollen Sie sich dafür ein Symbol suchen? Eine Erdbeere. Ja, wo muss die hin? Und für was steht jetzt diese Erdbeere mit dem Fahrrad genau? Dass ich auf meine Bedürfnisse auch achten soll und dass sie genauso wichtig sind wie, wie Rob seine. Natürlich habe ich die Verantwortung, aber es ist auch meine Verantwortung, dass es mir gut geht. Ja, wissen Sie, wie das geht, wie Sie das machen? Ja,
Prioritäten setzen, üben, mit Freundinnen telefonieren. Was machen Sie denn gerne? Spazieren gehen. Ja? Dass ich vielleicht im Kalender einfach dann Uhrzeit eintrage und dann gehe ich. Können Sie das machen? Müssen Sie irgendwas organisieren? Müssen Sie Nein, Betreuungspflichten, Arbeit abstimmen? Nein, der Rob darf er alleine bleiben. Das glaube ich, dass es wirklich eine gute Idee ist, dass er auch Zeit für sich selber hat. Genau, dann haben Sie gleich einen doppelten Nutzen. Genau. Sie genießen den Spaziergang und vielleicht, wenn Sie Ihren Sohn fragen, ist es auch für ihn fein, wenn er genau weiß, da habe ich ja Zeit für mich alleine. Zumindest ist es ein Versuch wert. Ja. Und mein Vorschlag ist, wann wollen Sie beginnen jetzt mit diesen Punkten, die Sie heute besprochen haben? Also das mit Spazieren fange ich gleich heute an. Ja. Und ja, das mit seinen Entscheidungen zu akzeptieren, könnte ich auch dann gleich heute mit ihm besprechen, ob das für ihn okay ist. Also mein Vorschlag wäre, bevor Sie jetzt dann den Gesprächstermin vorschlagen mit Ihrem Sohn, dass Sie auch schauen, dass Sie einen Zeitrahmen finden, wo er vielleicht entspannt ist, wo er nicht so einen Stress hat, vielleicht auch, wo er nicht gerade jetzt sehr erregt ist oder müde ist. Vielleicht nehmen Sie aber Wochenende, da wo Sie selber ein bisschen ruhiger sind, und dass Sie Ihren Sohn auch mal um einen Gesprächstermin bitten und ihn vorher ankündigen. Und einfach sagen, was aus Ihrer Sicht Ziel des Gesprächs sein soll und dass Sie hier eine gute Gesprächsbasis, also soweit es Ihnen möglich ist, versuchen. Und dann denke ich, dass Sie schon sehr gute Ideen haben und wenn Sie sich dann schaffen, das mit Ihrem Sohn auszutauschen, dann denke ich, ist auf alle Fälle schon ein guter Schritt einmal gemacht. Ja. Jedenfalls ist es wert. Ja. Okay, gut. Dann sage ich mal Danke für heute. Ich würde es so lassen. Wenn Sie wollen, könnten Sie jetzt auch dann noch ein Foto von dem Bild machen, sodass Sie für sich selber erinnern, was wir besprochen und auch vereinbart haben. Und wenn Sie darüber hinaus noch Unterstützung brauchen mit Ihrem Sohn, also Sie wissen ja, es gibt ja Schulsozialarbeit, es gibt Schulpsychologie. Das heißt aber nicht nur, dass Sie Ihren Sohn dort Termine vereinbaren, sondern da können Sie selbst auch Beratungstermine versuchen zu bekommen, zu besprechen und dann helfen wir Ihnen auch weiter. Ansonsten schauen Sie auf sich und alles Gute. Dankeschön. Gut, danke Ihnen.